Großkreuz, eine Brandenburger Gemeinde westlich von Potsdam. Hier steht ein Wohnhaus, das durch seine rotbraune Fassade auffällt. Babette und Rüdiger Kafke leben hier. Rund 2200 Quadratmeter misst das gesamte Areal. Dazu gehören ein Haupthaus, zwei Ställe und eine Scheune. Es ist eine Insel des Glücks, abgeschirmt auf vier Seiten. Man kann nicht reinsehen, man kann nicht raussehen. Wir leben für uns. Und das ist schon Lebensqualität. Der Bauernhof wurde um die Jahrhundertwende so gebaut, dass die Gebäude einen abgeschlossenen rechteckigen Innenhof einrahmen. Rund 1,5 Jahre wurde aufwendig saniert. Lediglich die alten Bauernwerkzeuge erinnern noch an die ursprüngliche Nutzung. Nur per Zufall ist Rüdiger Kafke in den Besitz des ehemaligen Bauernhofs gekommen. Es war eine Anzeige im Immobilienteil einer Zeitung. Haben wir irgendeins ausgesucht von diesen kleinen Bildchen und dachte, das ist doch vielleicht ganz nett, und habe ein Angebot abgegeben. Ja, und eines Tages war es meins. Und ich habe das Objekt vorher nicht gesehen. In diesem Zustand waren die Gebäude, als er sie 1999 zum ersten Mal sah. Für den neuen Besitzer war das kein Problem. Er hatte schon einige Häuser in Spanien saniert. Nach 18 Monaten Bauzeit konnte das Paar 2002 einziehen. Ja, und das ist unser Wohnbereich. Das ehemalige Bauernhaus hat rund 350 Quadratmeter Wohnfläche. Im Esszimmer hängt als Blickfang ein großer Leuchter. Südafrikanische Künstler haben ihn gestaltet aus Gegenständen, die andere weggeworfen haben. Das Domizil der beiden Kunstsammler bietet genügend Platz für ihre 1200 Werke. Kunst ist für uns, was etwas aussagt über das Environment, um die, ja, wo der Künstler lebt, was der Künstler sich gedacht hat. All das sehen wir und erinnern uns, wenn es in unseren Räumen zur Wirkung kommt. Von der Tochter des Hausherrn stammt dieses Bild aus Krepppapier. Der größte Raum des Hauses mit ca. 50 Quadratmetern befindet sich im Obergeschoss. Das hier ist der ehemalige Boden des alten Bauernhauses, in dem auch geräuchert wurde. Und jetzt unser Wohnzimmer. Hier lassen wir den Tag ausklingen. Lass mir wieder die Seele baumeln, lesen, Fernsehen, das, was zur Entspannung beiträgt. Ein Bild der Hamburger Kunstgruppe Die Schlumper bringt hier Farbe in den Alltag. Von hier oben hat man einen guten Blick auf das gesamte Areal. Gegenüber liegt die ehemalige Scheune. Das rund 600 Quadratmeter große Gebäude diente zu DDR-Zeiten als Garage für Landmaschinen. Heute ist hier der Großteil der Kunstsammlung von Familie Kafke untergebracht. Wir wollten diesen Räumlichkeiten die Möglichkeit geben, neu zu erstrahlen. Und haben es gefüllt mit Kunstwerken, die uns begeistert haben, die in sich strahlen. Gleich neben der Scheune liegt der ehemalige Hühnerstall. Hier erschafft Babette Kafke ihre eigenen Kunstwerke. Ihre Spezialität? Reliefartige Strukturen auf ausrangierten Holzplatten. Das ist mein Atelier. Hier arbeite ich, verbringe so viel Zeit wie möglich, beschäftige mich mit Kunst. Ich verwende verschiedene Materialien gerne. Kaffeesatz zum Beispiel oder Sand, um einfach den Bildern eine bestimmte Stofflichkeit zu geben. Wo einst Kühe gemolken und Schweine gemästet wurden, hat eine Familie mit ihren Kunstwerken ein neues Zuhause gefunden.